Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alles-Tester. Ich zeige euch, wie ihr eine Kreditkarte mit einer Smartwatch verknüpfen könnt und kontaktlos bezahlen könnt. So, da sind wir. Als allererstes öffnet ihr die App, genau. Genau, das sind meine Geräte, 9% Akku. Auf Karten klicken, Bankkarte, da oben steht es, einmal draufklicken. Das ladet und dann drücken, nochmal drücken und dann müsst ihr ein Passwort angeben für eure Mi Band 6, damit nicht jeder damit zahlen kann. Das Passwort müsst ihr auf die Mi Band 6 dann eingeben, falls ihr seine Cloud speichern. So, jetzt müsst ihr eure Bankdaten eingeben. Ich habe schön versteckt, damit nicht jeder meine Bankdaten weiß. Das, zuerst müsst ihr die Kartennummer eingeben. Leider kann man nur mit einer Kreditkarte zahlen, mit dem Mi Band 6. So, jetzt müsst ihr euren Namen eingeben, Vor- und Nachname. Das mache ich mal schnell. So, und jetzt müsst ihr den Ablaufdatum eurer Kreditkarte eingeben. Und jetzt müsst ihr den CVC-Code eingeben. So, jetzt seid ihr einen Schritt weiter. Jetzt dauert es ungefähr 2 Minuten, bis die Karte auf der Uhr gespeichert ist. Passwort eingeben auf der Uhr. So, wie ihr seht, steht links bei der Uhr keine Bankkarte hinzugefügt. So. Zustimmen. Ach ja, und ihr kriegt dann auch noch eine SMS, um es zu bestätigen. So, jetzt müsst ihr oben rechts den Pfeil anklicken. Gerade eben ist eine SMS eingekommen.
Den Code müsst ihr da eingeben. Ich schau mal schnell, was wie der Code nochmal lautet, weil ich kann es mir nicht merken. So. Perfekt, die Bankkarte wurde erfolgreich hinzugefügt. Ach ja, Kurve ist eine Kreditkarte. Wenn ihr mehr Informationen wollt zu Kurve, zu der Kreditkarte, verlinke ich euch ein Video von einem anderen YouTuber, damit ihr mehr darüber wisst. So, Passwort eingeben. Jetzt ist es entsperrt. Karten. Da ist die. Genau, er hat maximal 60 Sekunden Zeit mit der Karte zu zahlen, ansonsten sperrt es sich automatisch.